Hallo Driho, meine werten Final Fantasy 14 Fans und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier mal weiter mit der Hauptgeschichte seit Ewigkeiten. Wie lange ist es jetzt schon her? 2 Jahre oder so? Keine Ahnung. Aber egal, wir machen weiter. Das interessiert mich. Besonders vor der nächsten Erweiterung will ich natürlich die Geschichte kennen. Ihr vielleicht auch. Oh, werte Tataru. Ich bin mit den Stimmen natürlich jetzt total off, wie ich die mal gemacht habe. Aber egal. Ihr seht ja immer, wer spricht, nicht wahr? Mickey, wie schön, dich zu sehen. Und du kommst ganz genau zur rechten Zeit. Ich habe gerade eine Kanne Tee aufgesetzt. Möchtest du nicht eine Tasse mit mir trinken? Ich würde mich sehr freuen. Ja klar, hau rein. Dann lass mich nur schnell den Tisch mit ein paar Leckereien für uns decken, ja? Ich bin gespannt. Die ist ja immer sehr extrem, was sowas angeht, ne? Mit Soundeffekten. Gebäck. Warte, ich hab mir auch einen Kaffee gemacht. Hier, Prost. Jetzt erzähle ich ihr gerade, was ich so erlebt habe. Was für Abenteuer. Sie guckt irgendwo Seit hin. Seit sich der Bund der Morgenröte in alle Winde zerstreut hat, ist es hier viel ruhiger geworden. Schön, schön. Eine vertonte Sequenz. Was will man mehr? Ruhig, aber keineswegs langweilig. Laut meines berühmt-berüchtigten Informationsnetzwerkes sind unsere Freunde nämlich allesamt schwer beschäftigt. Ich für meinen Teil genieße die Freizeit. Ach, es gibt ja auch so viel, das ich tun möchte. Was machst du auch so lange Pause zwischen deinen Sätzen? Und was hast du vor, mein alter Weggefährte? Ein bisschen Abenteuer erleben. Ah, ich kann was aussuchen. Ein neues Abenteuer, selbstverständlich. Ich wollte mir wohl auch etwas zu tun suchen, ja? Nein, ganz positiv. Ein neues Abenteuer. Buja. Da bist du an den Rand des Universums gereist und hast immer noch nicht genug. Na, vielleicht habe ich da was für dich. Yeah. Jetzt sag nicht, Teezutaten besorgen. Wie in den guten alten Zeiten. Du hast so vielen Leuten beigestanden und ein ums andere Mal unsere schöne Welt vor dem Untergang bewahrt. Ja? Man nennt dich zu Recht einen Helden. Aber so ein Titel wiegt auch ziemlich schwer, hm? Ich finde, nach deinem Kampf gegen das Ende darfst du ihn getrost eine Weile beiseite legen. Hast du jetzt eine Aufgabe oder nicht? Weißt du noch, als wir uns das erste Mal im Sonnenwind begegnet sind? Ein frisch gebackener Abenteurer warst du, der unsere schöne Welt ohne Sorge um drohende Untergänge erkundet hat. Besinne dich doch deiner Wurzeln und gehe wieder auf Reisen. Okay, ich habe schon ein neues Spiel Plus durchgespielt. Nicht durchgespielt, zumindest Realm Reborn. Das war schon, da haben wir uns wieder gesehen, hat mich erinnert, ja. Eine großartige Idee, neue Reise, neues Glück. Nur wohin als erstes? Hast du eine Idee? In Gridania habe ich damals angefangen. Ja, die Welt ist groß und voller Wunder, die es zu entdecken gilt. Aber deine liebe Tataru hat schon eine Antwort. Yay! Was ist die Antwort? Auf nach Tafnir. Da fangen wir an. Okay, ja, kein Problem. Machen wir mal. Das letzte Mal konntest du deinen Aufenthalt dort ja gar nicht genießen, weil dich die Apokalypse ordentlich auf Trab hielt. Und auch Vritra würde sich bestimmt über deinen Besuch freuen. Vor allem jetzt, da der Schatten des Galäischen Kaiserreichs gewichen ist und das Myriadenmeer endlich wieder im schönsten Blau erstrahlt. Denk nur mal daran, wie viele Geheimnisse es dort für dich noch zu erkunden gibt. Ein wahres Paradies für jeden Abenteurer. Komische, sanfte Stimme, finde ich, für Tataru hat sie, oder? War die nicht mal... Hat die eine andere Synchronstimme gekriegt, oder ich erinnere mich nur schlecht? Bist du durch die Ruinen auf dem Boden des Myriadenmeeres gegangen? Du trägst Asems Kristall. Also folge der Neugier... Und entdecke deine Welt.
Sieht ein bisschen bleich aus, der Kerl. Okay. Dann ist es also beschlossene Sache. Na, sieh mal einer an. So fröhlich und aufgeregt habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Wie in guten alten Zeiten. Was ist das komische Krissel hier? Ja, okay, dann auf geht's. Und zur Feier dieses Neuanfangs würde ich dir gern eine brandneue Kluft überreichen. Nur ganz fertig bin ich damit leider noch nicht. Gab's ja jetzt fast jede Erweiterung, oder? Neue Kluft. Ich bin gespannt. Gib mir noch einen klitzekleinen Augenblick, dann schwinge ich die Nadel und setze die letzten Stiche. Okay. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Wahrscheinlich sieht es an Mikotee-Frauen gut aus und ansonsten wieder keinem. Du bist ein Segen, Tataru. Denk dran, viele Taschen. Ich geh mal immer das Erste. Weil sie immer so nett ist. Denk dran, viele Taschen. Und jetzt? Aber wir bleiben hier live zu und guckt, wie sie da so eine kleine Schäfchenstickerei macht. Hier noch ein Nähtchen, da noch ein Knötchen. Sollen wir nicht kurz irgendwas erledigen gehen? Einen Moment, ich hab's gleich. Das ist eine Stickerei von einem Schaf. Ist das nur symbolisch gemeint, oder was? Gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Jetzt veräppelt sie uns, oder? Wenn es wirklich so lang dauert, hätten wir doch was erledigen können in der Zwischenzeit. Wir pennen hier ein. Muss noch eine Tasche hin. Und dort lieber auch noch eine. Abenteurer sammeln schließlich alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Das weiß man ja. Okay. Mutter Tataru. Oh, das Gebäck war leerer geworden, oder? Haben sich echt Mühe gegeben. Sah nicht mehr aus wie am Anfang. Und wasserfest soll das Ganze natürlich auch sein. Ja, egal ob reißende Flut oder wohltuende Quelle. Unser Herr stürzt sich bekanntermaßen stets in voller Montur in die Gewässer. ja, klar, mach mal. Oh, ist das jetzt transzendieren? Haben wir eine Vision? Oder ist das... Wir sehen, wo was anderes passiert. Sieht das unser Charakter? Irgendeine dunkle Macht, die uns nicht sagt. Bisher. Der Kranz, das ist so. Gab es in Final Fantasy in verschiedensten Teilen schon häufiger natürlich. Ich bin also zurückgekehrt. Sagt mir gerade nichts. Newfound Adventure, ja klar. So. Heißt so der neue Patch hier sozusagen. Also für ganz viele ist es wahrscheinlich schon der alte Patch, aber. Newfound Adventure. Okay. Das war wohl der Bösewicht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir jetzt der Bösewicht und das war der Held. Nein. Habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Ja. Oder hättest du uns wegschicken können in der Zeit? Und sagt, komm morgen wieder oder so. Trifft noch alle Vorbereitungen. Wie sowas. Oh, entschuldige bitte, dass du so lange warten musstest. Meine Nadel kann da einfach kein Halten mehr. Okay. Ich bin gespannt, was das für ein Outfit ist. Da hat aber jemand süß geträumt, was? Oder ist das schlicht die Vorfreude auf deine Reise, die dich so strahlen lässt? Das klingt nicht so, sieht nicht so aus, als hätte unser Charakter das geträumt, als hätte unser Charakter das gesehen. Warte nur, bis du dein brandneues Gewand bestaunen darfst. Den letzten Schliff muss ich allerdings in der Diamantschmiede vornehmen. Kommst du mit? Sonst würden wir ein bisschen betröppelter, glaube ich, jetzt aussehen und dir das erzählen, wenn wir irgendwas crazy gesehen haben da mit dunklem Schatten, Energie, bla, oder? Denke ich zumindest, dass wir das normalerweise sagen würden. Oh, war das auch schon
bei Endwalker die ganze Zeit die Auftrag angenommen Musik. Das kam mir gerade so anders vor. So, dann raus. Und das ist ja, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, Diamantenschmiede ist in Mordona einfach nur das da gegenüber, oder? Ja, genau. Ist einfach hier in der Nähe, nichts Besonderes. Zufälliges Reittier rufen. Yeah, Unten, okay. Unten sammeln. Und Tataru. Also dann, die letzten Schliffe für den letzten Schliff. Haha. Aber nick mir nicht noch einmal ein, ja? Ich verspreche auch hoch und heilig, dass es jetzt nur noch einen klitzekleinen Augenblick dauert. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Bisher sahen sie ja nicht so toll aus an männlichen Hochländern. An der Schulter noch etwas wegnehmen, die Ärmel noch ein winziges bisschen kürzen. Also unser Char ist jetzt automatisch schon an. Tada, schon fertig. Komm, komm, schau es dir an. Nee, unser Char ist noch nicht automatisch. Ah nee, da ist es. Wirklich? Das da an der Puppe? Das sieht aus wie so ein Standard-Outfit auf Level 5 oder so. Und wie sprachlos bist du? Ist das nicht die perfekte Kleidung für einen Start in ein brandneues... Ah, okay. Es soll brandneues Abenteuer Thema haben. Ja, dann stimmt's natürlich. Ja, klar. Und das Grün färben, dann sieht's ein bisschen aus wie Link von Zelda. Ja, das ist ganz nett. Was denkt ihr? Könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Ich find's... nette Idee, ne, mit dem neuen Abenteurer und sieht aus wie so ein Level 1er, Level 5er Abenteurer. Aber naja. Besser als das komische schwarze Ding, was es da mal gab. Sah an mir zumindest total bescheuert aus. Ach, deine Begeisterung ist mehr als alle Gil der Welt wert, wahrscheinlich. Im übertragenen Sinn, versteht sich. Tataru, du bist ein Schatz, vielen herzlichen Dank. Übertragenen Sinn, das kann ich unmöglich als Geschenk annehmen. Meinetwegen. Sind wir extra höflich zu ihm. Oh, nein. Nein, nein, nein. Die Gil lässt du schön stecken, hörst du? Der Gedanke daran, dass es dir auf deiner kommenden Reise gute Dienste leisten wird und dich in allen Landen zum absoluten Hingucker macht, ist Lohn genug. Nett von dir. Je länger ich es ansehe, desto besser gefällt mir das gute Stück. Und so viele versteckte Taschen an cleveren Stellen, damit du all deine Abenteurerkrempel sicher aufbewahren kannst, ohne dabei wie ein Packdarm-Dalmail auszusehen. Alle werden im Glanz dieser Kluft von Neid erblassen. Oh, wer hat diesen eleganten Herrn so angekleidet? Oh, ich will auch so blendend aussehen. Wird man sich zuraunen. Und dann kommen hunderte von Abenteurern zur Wohlstandsmanufaktur gelaufen, um die geniale Tataru Taru um eines ihrer Meisterwerke anzubetteln. Jaha! Natürlich, Tataru. Natürlich. So toll ist es auch nicht. Ich meine, ganz toll. Ja, genau, Tataru. Ich spüre die Gild schon auf mich herabregnen, Mackie. Oh! Oh, so richtig auch mit Schmuck. Okay, der interessiert mich jetzt weniger. Kann man das dann hier so als Glamour-Ding da einfach wegpacken und mal anziehen? Einfach nur, weil es thematisch passend ist, dass wir das jetzt an hätten, rein theoretisch. Aber genug von meiner zukünftigen Mode-Imperium. Einen Rat sollte ich dir ja noch mitgeben. Jetzt, wo du dich wieder ins neu gefundene Abenteuer stürzt, wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, dir noch einmal all deiner gefährlichen Gefährten gewahr zu werden, die du bislang auf deinen Reisen getroffen hast und was ihr zusammen erlebt habt. Man weiß schließlich nie, was für nützliche Kontakte sonst in der Vergangenheit, in die Vergessenheit geraten. Ja, okay. Was? Ein Reisekodex? Okay, okay. Okay. Ist das sowas wie ein Tagebuch? Einfach nur, kann man nachlesen, was wie wo passiert ist. Ah, da unten. Der Reisekodex wurde deine Kuriositäten, Hauptmenü, Spieleinhalte hinzugefügt. Je weiter du im Hauptauftrag voranschreitest, desto mehr füllt sich mit Einträgen allerlei Personen, wichtigen Schlüsselbegriffen. Er dient dir als handliche Fibel für deine Abenteuer. Jo.
auch so. So eine Art Tagebuch zum Abchecken. Dann würde ich mal sagen, einmal das Glamour-Set anlegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einmal kurz ausgecheckt. Hier sieht's aus. Ich habe mal meine Waffe auch noch irgendwie passend, dass es nicht ganz so raussticht. So, hier ist das Glamour-Set. Noch ungefärbt. Irgendwann färbe ich es bestimmt ein bisschen. Dieses Weiß ist nicht ganz mein Ding oder dieses Beige. Aber noch lassen wir es original. Dann, wie geht's weiter? Ruinen, Reichtum und Reederei. Na dann. Ein guter Rat für unseren, von einstiger Empfangsdame zu ehemals einstigem Abenteurer. Scheue weder Kosten noch Mühen, um an Informationen zu gelangen. Gasthäuser und die unausweichliche Traube Schnäpfchenjäger vor einem jeden Marktbrett sich die besten Freunde des Abenteuers. Was? Der Satz war ja total schlecht vorgelesen von mir oder schlecht geschrieben von denen. Gasthäuser und die unausweichliche Traube Schnäppchenjäger. Ah, jetzt macht's mehr Sinn, oder? Vor einem jeden Marktbrett sind die besten Freunde des Abenteurers, wenn es um Klatsch und Tratsch geht. Und da du diesmal einfach heiter drauf losziehst, ohne Auftrag, Ziel oder Weltrettung, brauchst du ein knackiges Gerücht. An deiner Stelle würde ich mein Glück als erstes in Merüdes Meihane in Razatan versuchen. Merüde selbst hat bestimmt ihre eigenen Tricks und Kniffe, spannende Informationen aus den Leuten herauszubekommen. Sie hilft dir gern, da bin ich mir sicher. Also bloß nicht verzagen. Und mich ruft nun auch wieder das Geschäft. Die Wohlstandsmanufaktur schläft nie. Hab eine wunderbare Reise und ordentlich viel Spaß, ja? Gut, ich trage dein Kostüm ein bisschen spazieren. Dass du auch schön die Werbung kriegst, die du verdienst. Für ein Gratis-Kostüm. Dann auf nach Razatan, oder? Was sagt das Questbuch? Genau. Mach mal. Hier sind wir. Den Tanz kann ich doch auch, oder? Nee, so einen ähnlichen, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Nee, ist nicht der Tanz, den ich gedacht habe, der es ist. Alles klar. Nur weil so ein Sprung dabei ist. So, hier hätten wir Milel. Das ist die Angestellte. Oh, guck mal, da hat einer Clouds Haarschnitt gehabt. War wohl ein anderer Spieler. Hereinspaziert und herzlich willkommen in Merides Meherne. Mehune. Ah, Mackie, wie schön, euch begrüßen zu dürfen. Ihr seid heute ganz alleine unterwegs? Ja, also so ein bisschen auf dem Weg nach Abenteuern und Gerüchten und sowas. Ruinen am Grund des Myriadenmeers also? Verstehe. Dazu fällt mir selbst etwas ein. Einer unserer Stammgäste ist ein Historiker. Eines Tages hatte er besonders viel Durst und redete pausenlos von einer Schatzkammer, die wohl nach wie vor auf dem Meeresgrund schlummern soll. Lasst mich sehen. Klingt aufregend. Was jetzt? Ah, da hinten sitzt der Asi, hat sich nur umgeguckt. Jalhen lautet sein Name. Na dann. Der sieht ja vermummt aus. Er hat auch einen exzellenten Geschmack. Ich würde gerne diese Sprechblase ein bisschen größer machen. Geht das irgendwie? Nee, geht gerade nicht. Vielleicht außerhalb dann später. Er hat auch einen exzellenten Geschmack, wenn es um Schnäpse und Liköre geht. Je mehr er davon genießt, desto redseliger wird der Gute. Schon viele Abende saßen wir bei ihm und haben uns mit spannenden Geschichten aus der Historie unterhalten lassen. Seid ihr also auf Informationen aus, so rate ich euch, ihm einen auszugeben. Okay. Aber lasst die Gil bitte stecken. Meride würde mich durch die Stadt jagen. Sehe sie mich den Helden Razatans abkassieren. Eure Rechnung geht selbstverständlich aus Haus. Ja, dann geben wir ihm einen Drink aus. Hm? Beziehungsweise einmal kurz das Layout hier vergrößern, in der Hoffnung, dass dann die Sprechblasen auch größer ausfallen. So, schauen wir mal, ich habe jetzt das ganze HUD vergrößert, ob jetzt auch die Sprechblasen größer ausfallen. Sehen wir mal. Etwas, ja, gut. Was geben wir ihm für eine Stimme? Wie sieht er aus wie ein alter Mann? Okay, alter Gelehrter.
Kann ich etwas für euch tun, guter Mann? Das folgende Ereignis kann nicht übersprungen werden. Bobby-de-ba, Inhaltssuche abzubrechen. Wo sind wir denn? Wir haben noch 10 Minuten. Hoffen wir mal, dass das passt. Gespräch mit Jalhen beginnen. Der Mantel wird so mit eingezogen beim Hinsitzen. Was kann ein Abenteurer aus fernen Landen von einem Alten, von dem ihr Alten ja lehnen wollen? Jalhen. Was kann man antworten? Ihr wisst etwas über die Schatzkammer auf dem Grund des Meridmeer, habe ich gehört. Euch ein Becherchen ausgeben. Ja, natürlich, das wurde uns ja empfohlen. Euch ein Becherchen ausgeben will ich, ne? Wie klingt das? Na, da sag ich doch nicht nein. Einmal die Bestellung, bitte sehr, zum Wohl. Ah, ein guter Tropfen. Auf euch, mein Lieber. Ja. Mit Soundeffekten wieder im Hintergrund. Jalhen hat kurzen Prozess mit dem Schnaps gemacht. Immer wirklich einen Schnaps ausgegeben. Was war ein Riesenbecher? Was für ein Schnaps war denn da? Ganzes Wasserglas voll, aber mit Schnaps. Also, werter Herr Reisender, ihr gebt dem alten Jalhen doch sicher nicht einfach nur ein Schnäpschen aus, weil er eine so reizende Visage hat. Was brennt euch auf dem Herzen, hm? Also, ich will da runter ins Meer und was abchecken. Wisst ihr da was? Ach, ihr seid also über dieses Gerücht gestolpert. Und jetzt steht euch der Sinn nach etwas Abenteuer. Wie? Seid ihr mit Al-Sadal vertraut? Er war der Khan des Aura-Stammes, der einst vom Kontinent nach Tavnair übersetzte. Ja, hab schon mal davon gehört, ja. Aber noch nie die ganze Geschichte. Die Geschichte spricht davon, dass er den Konflikt zwischen Arkasodara und Gayasura geschlichtet und damit den Boden für die Gründung Razzatans bereitet hat. Und seine Enkel Al-Sadal der Dritte, tja, es gibt haufenweise Anekdoten und Gerüchte um eine Person, aber vor allem kennt man ihn als den Magistrat des Morgens, weil er dem jungen Razzatans zu seiner Blüte verholfen hat. wie hat er das geschafft? Durch allerlei kuriose Unternehmungen. Man sagt, er verschwand auf eine andere Welt und kehrte mit einem gigantischen Schatz zurück. Natürlich schloss er einen Pakt mit einem gewissen hohen Drachen. Zinkers. Außerdem errichtete er auf einer Insel irgendwo weit draußen im Myriadenmeer ein Bauwerk, das bis ganz unten auf dem Meeresgrund führen soll. Dort schlummert eine gewaltige Schatzkammer, einzig gebaut für den Schatz, von dem ich eben sprach. So lautet zumindest die Legende. Und wenn auch, wann auch immer Razzatan schwierige Zeiten durchlebt, fällt plötzlich allen diese Kammer wieder ein und eine Handvoll Haudegen geht auf Schatzsuche. Die meisten davon sieht man nie wieder. Nein, nein. Ja, so wie ihr mich anseht, wollt ihr noch mehr darüber hören. Ah, wenn mein Mund nur nicht schon wieder so trocken wäre. Milel, mehr Schnaps. Oha, das ist, geht das nicht netter? Seid ihr sicher, dass ihr noch mehr vertragt? Nein. Können wir noch mehr haben, bitte? Ich würde da gerne so ein Bitter einführen. Ah, ihr sprecht meine Sprache. So gefällt mir das. Oh je. Bitte sehr, ich hoffe, es mundet. Auf euch, mein neuer bester Freund. Wieder Soundeffekt. Oh je. Oh je. Jalhen leert den Becher in einem Zug. Auch wieder so ein Riesenbecher. Wo waren wir? Es ist der Schatz. Selbst die angeblich bis auf den Meeresgrund vorrückt sind, haben niemals ein Wort über das verloren, was sie dort unten gesehen haben. Was dieser Legende natürlich nur noch mehr Brisanz verliehen hat. Ein waschechtes Geheimnis. Aufregend, mysteriös und vor allem gefährlich.
Da fällt mir ein, dass mein liebster Trinkkumpan dazu auch was gesagt hat. Oh, was war das? Irgendein Geräusch von irgendwo. Azama heißt er. Und wenn ich mich recht erinnere, ist seiner bekanntesten ausgesogen, die Schatzkammer zu finden und bislang nicht wieder zurückgekehrt. Allerdings hat er... Diese Lippen sollen versiegelt bleiben. Ihr seid ein herzensguter Mann und ich könnte es nicht ertragen, euch mit meinem Gerede ins Unglück zu schicken. Nein. Ich habe schon allerlei Gefahren, erfolgreich getrotzt, keine Bange. Sehr umsichtig vor euch. Mehr muss ich auch gar nicht wissen, denke ich. Ich würde ihm gerne noch einen Drink ausgeben. Nein, also wir sind mal höflich. Der hat mir schon ganz viel Informationen gegeben. Achso, tja, wie ein fähiger Abenteurer sieht ja allemal aus. Also brauchst du vermutlich auch gar nicht mehr, um die Ruinen zu finden. Du hast zwar bereits einige Informationen zur Geschichte der Schatzkammer erhalten, doch Yalen scheint noch weitaus mehr darüber. Ach du Schreck. Müssen wir aus ihm Infos rausnuckeln noch, oder was? Ich wollte aber gar nicht ihn ausquetschen, wie so ein Bekloppter. Und jetzt Azma suchen. Und die soll um Himmels willen, soll irgendwo da sein. In Ordnung. Na dann. Ich weiß nicht, soll ich euch mit der Suche belästigen? Nee, oder? Ich suche selber und schneid's raus und so. Ist ja nur hin und her rennen. Ihr kennt Razzatan ja bestimmt. Oh, guck mal. War überhaupt nicht versteckelt oder so. Einfach auf dem Weg. Hallo, Azama. Jawohl, ich bin Azama. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich habe gedacht, vielleicht kannst du uns unter Möglichkeiten helfen. Ja, unglücklicherweise ist das wahr. Ein Freund von mir ist neulich aufgebrochen, um nach Al-Zadals Vermächtnis zu suchen und seither nicht wieder heimgekehrt. Ich wollte ihn aufhalten, wisst ihr, aber er ist ein sturer Kerl. Er war absolut überzeugt davon, dass er genau wüsste, wo die Schatzkammer zu finden ist. Und dass er dort auf das ganz große Gold stoßen würde. Seit Ewigkeiten erzählt man sich schon, dass in der Schatzkammer ein gigantisches Vermögen liegt, das Al-Zadal, der Dritte, angeblich aus einer anderen Welt hergebracht haben soll. Mein Bester. Er hat ein bisschen zu sehr daran geglaubt, führte ich. Sagt bloß, ihr seid auch hinter diesem Hirngespinst her. Hört mal, egal wie schwer das Schicksal euch gebeutelt haben mag, es gibt immer Nein. Das hat mein Freund auch nicht aufgehalten. Auf nichts wollte er hören. Aber ihr werdet ohnehin nicht aufgeben, oder? Schön von einem Händler namens Zazal hat er das, was ihr genau wissen wollt. Er treibt sich wohl auf dem Balzan-Bazar herum. Und preist dort eine Karte an, die angeblich den Weg zur Kammer weist. Absolut echt, heißt es. Weswegen er einen horrenden Preis dafür verlangt. Das konnte mein Freund natürlich nicht zahlen. Also hat er diesem Kerl dies bisschen Geld, das er noch hatte, in die Hand gedrückt und ihm wenigstens den vermeintlichen Ort dieser Schatzkammer abzuringen. Von dem hat er mir auch ganz... aufgeregt erzählt, irgendeine winzige Insel mitten im Meridianenmeer beherbergt Ruinen, in denen der Eingang zum Al-Zadals Vermächtnis verborgen sein soll. Wenn ihr meinen Freund also wirklich so dringend ins Unglück nacheifern wollt, müsst ihr euch nur nach einem gewissen Zazal umhören. Aber überlegt euch bitte gut. Na, das waren nochmal hilfreiche Informationen. Next Show. Eine Sequenz. Ah, finden wir den jetzt automatisch? Ich meine, schreit er rum. Hier, ich hab eine Karte. Oder sowas. Oh ja, die Leute. Das wirkt so. So. Ein bitte, Auflauf. Bitte, Meister Vashal. Ich brauche diese Schatzkarte. Das ist so ein so wichtiger Charakter. Das ist der vertont. Dass er eine Stimme kriegt. Was ist denn da los? Meine Eltern sind in der Katastrophe umgekommen und meine Schwester ist doch noch so klein. Oh, und deswegen willst du dich in den Tod stürzen, oder was? Ja, und deswegen musst du diesen Schatz finden, ich weiß. Aber Karten kauft man nun mal mit Gil, nicht mit Bitten und Betteln.
Ein Geschäftsmann, okay. Und du siehst mir nicht so aus, als hättest du die Taschen voll davon. Fieses Frettchen. Ich meine, klar, bringt jetzt nichts, ihm den Kind zu geben. Das Kind stürzt sich in den Tod, bringt ja auch nichts, aber seine Ambitionen sind andere, glaube ich. Ha, na eben. Und jetzt ab nach Hause, du störst. Kusch, kusch. Ich hab Gil, aber ich kann auch Gefallen erledigen. Wer hat nicht von der Schatzkammer des noblen Al-Sadals des Dritten gehört? Direkter Nachkomme des Gründers unserer wunderschönen Stadt. Prall gefüllt mit Reichtümern, die unsere kühnsten Träume übersteigen. Nun enthüllt auf dieser einzigartigen Karte. Ich meine, sein Gesicht ist ja absichtlich so designt, dass er wie ein fieses Frettchen aussehen soll. Ne? Mit den Augenbrauen, die so hier runtergehen und so. Man soll ihn für einen Blödmann halten. Der Schatz von Al-Sadal. Ist die Karte echt? Sicher eine Fälschung. Keineswegs, mein Guter. Beweis. Denn auf dieser Karte ist der Schlüssel eingezeichnet, der die Pforten zum Reichtum erst öffnen kann. Hast du irgendeinen Beweis dafür? Und wenn ja, warum machst du es nicht selber? Es ist ja schon, es ist immer verdächtig, sowas, ne? Mutige Glücksritter, nur diese Karte gewährt euch Einlass zu der legendären Schatzkammer. Darauf gebe ich meine Garantie, denn ich habe sie selbst entschlüsselt. Sich zusammentun? Ein Steinmetz fand sie fast unleserlich vor, als er Schäden der Apokalypse reparierte. Zum Glück brachte er sie zu mir. Denn nur dank meiner restauratorischen Künste ist sie nun wieder so gut wie neu. Wie wär's, wir tun uns zusammen und teilen den Schatz. So. Ihr hört ganz recht. Diese Karte ist der Pfad zu unermesslichem Reichtum, meine Freunde. Doch ein derart einzigartiges Stück hat selbstverständlich seinen Preis. Ich tue dir hier einen Gefallen. Du würdest es ohnehin nicht bis zur Kammer schaffen, ohne dir den Hals zu brechen. So ein Mist! Mit diesem Schatz wäre ich der reichste Junge von ganz Razzatan! Ist das dein Ziel? Weil das muss man nicht unterstützen. Wer auch immer diese Karte ersteht, ist ein wahrer Glückspilz. Ah. Es ist nicht auszuhalten. Ich bin zu arm, um reich zu werden. So wie der Junge gerade nach rechts und links guckt, gehört er mit zu der Trickbetrügerei dazu, oder? Das ist ein Trick. Sind da die... Oh nein, guck mal. Den kennen wir doch irgendwo her. Estinien. Oder so hieß der doch. Oh. Wie wäre es, der Herr? Ihr seht mir mehr als fähig aus, die sagenumwobene Kammer von Al-Sadal dem Dritten zu plündern. Jetzt hätten wir gerade in so einer Mega-Rüstung dastehen müssen. Voll episch leuchtend und der kurz zeigt auf den in einem dreckigen Outfit. Ja, sehr witzig. Eine Schatzsuche, hm? Er durchschaut das Spiel bestimmt. Mit diesem Schatz könnte ich meiner Schwester alles zu essen kaufen, was sie möchte. Ich glaub dem Kleinen nicht. Ich glaube ihm nicht. Schön. Dann kaufe ich sie eben. Das sollte reichen, oder? Wahrscheinlich hat er ein Popo voll Geld. Ja, okay, steckt's ein. Und gibt die Karte ab. Interessant. Na dann. Dürfen wir jetzt erfahren, was da drauf ist und ob es wirklich was bringt. Ah, wen haben die warmen Winde denn da nach Razzatan geweht? Und können wir dem Kleinen auch noch helfen? Wir sind schon über eine halbe Stunde. Macht viel mal. Widmest du dich endlich wieder dem guten alten Abenteuer, nachdem du die Welt so glorreich gerettet hast? Macht mal hinne, dass ich hier Quest abschließen kann erstmal.
Lass. Will keine zwei aber Stunden was treibt dich gerade nach Tafnir? So wie ich dich kenne, wird es kaum das reine Vergnügen sein. Nein, wir haben hier was vor. Es passt auch gut mit der Karte zusammen, die du in der Hand hast. Also wir können uns gerne zusammentun. Versunkene Ruinen im Myriadenmeer, wie? Du meinst nicht zufällig die, die hier auf der Karte verzeichnet sind? Aber könnte durchaus sein, dass das dasselbe ist. Lass uns zusammen losziehen. Nun, da ich mein kostbares Einzelstück in fähigen Händen weiß, ziehe ich mich zurück. Frohe Schatzsuche, werter Herr. Sicher. Lass dich nicht aufhalten. Ich denke, man hätte sich besser zusammengetan und hättest du bestimmt mehr rausgekriegt, wenn du kein Trickbetrüger bist. Musste das Schicksal nun gerade die Helden an meinen Stand führen, die uns vor dem Untergang bewahrt haben? Asche auf mein Haupt. Also doch irgendein Sputz, den er da treibt. Ganz gleich, ob diese Karte eine Fälschung ist oder nicht. Ohne Schiff nützt sie uns überhaupt nichts. Warum? Wir können doch fliegen. Oder meinst du Flugschiff? Da ist aber jemand motiviert. Ich wusste gar nicht, dass du unter die Schatzsuche gegangen bist. Da ist aber jemand motiviert. Ich meine das ironisch. Sagt mein Charakter das auch ich ironisch? Ich trachte nicht nach Schätzen. Okay. Aber wenn dort wirklich derartige Reichtümer liegen, wäre es doch eine Schande, sie nicht unter den Bedürftigen zu verteilen. Für die Migiten habt ihr damals auch den Schatz des Tyrannen gehoben, nicht wahr? Das war jetzt nicht mein Hauptziel, aber das können wir gerne zum Nebenziel machen. Gar kein Problem. Den armen Leuten ein bisschen helfen. Aifino hat mir irgendwann einmal davon erzählt. Und was für ein großes Abenteuer er dabei an deiner Seite erleben durfte. Dann lass losziehen. Dann können wir gemeinsam ein Abenteuer erleben. Mega! Wie dem auch sei. Die Vorführung dieses Bengels eben ist dir bestimmt aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Händler unter einer Decke steckt. Hatte ich auch so das Gefühl, ja? Hatte ich auch das Gefühl. Das ganze Theater dient dazu, mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt zu erregen und die Karte wertvoller und echter erscheinen zu lassen, als sie vermutlich ist. So wirkte es, ja. Aber als er von seiner Schwester sprach, lag echter Schmerz in seiner Stimme. Das kann gut sein. Zwar weiß ich nicht, wie viel der Händler dem Jungen abgibt, aber wenn ihm der Kauf hilft, über die Runden zu kommen, soll es mir recht sein. Ja, oder der Schwester direkt helfen. Du wirst mich doch nicht alleine auf Schatzsuche gehen lassen, oder? Nein, lass zusammen. Auf geht's. Keinesfalls. Nein, keinesfalls. Auf geht's. Zusammen und gemeinsam auf Schatzsuche. Einmal ein Abenteurer, immer ein Abenteurer. Also dann, suchen wir uns ein Schiff. Es geht los, Musik, yeah. Oh yeah. Auf geht's in neue Abenteuer. Ja, und der wird sich die Geschichte noch länger hinziehen. Kriegst du dein Gil ab? Hoffe ich mal, dass du Gil abkriegst. Estinien-Eintrag in Reihe. Ja, klar. Schreib mal schön einen Reisekodex, passt schon. Ob ich sonst alles erledigt habe, willst du wissen? Nun, eigentlich bin ich schon... Achso, das ist ja Estinien. Ob ich sonst alles erledigt habe, willst du wissen? Nun, eigentlich bin ich schon eine ganze Weile in Tavnair. Ursprünglich wollte ich sehen, wie sich Vitra als Magistrat schlägt. Aber dann hat er mir teilweise Essen aufgetischt und ehe ich mich versah, hatte ich zugestimmt, das Himmelsheer in den Kampfkünsten des ehemaligen Assur-Drachenreiters zu unterrichten. Das war aber auch verdammt köstliches Curry. Aber genug davon. Boote haben hierzulande nur die Fischer und die Händler. Hier, dieser Matsya sollte uns doch weiterhelfen können. Wo kam der gleich her? Aus Akiali? Guck mal, die Sprechblase kommt mir wieder klein vor. Aber egal, gut. Dann würde ich doch sagen, das war's dann für die Folge. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Das hilft meinem Kanal aus.
Guckt euch gerne die nächste Folge wieder an. Ansonsten Tschüssikowski und bye bye.